Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 18 Video und heute möchte ich euch mal wieder einen weiteren Trading-Tipp vorstellen. Bei der heutigen Methode könnt ihr so circa 500 Münzen pro Spieler machen und das ist auf jeden Fall nicht so schlecht, finde ich. Vor allem dieser Trading-Tipp, der geht eigentlich fast immer, den könnt ihr fast immer anwenden und das ist so eine Mischung aus Überteuertverkaufen und Mass-Bidding, also Massenbieten. Und falls ihr mehr Trading-Tipps sehen wollt, lasst gerne mal einen Daumen nach oben, da checkt gerne auch noch die Links in der Beschreibung ab und ich würde sagen, wir starten auch direkt rein in den Trading-Tipp. Also Leute, ihr seht hier schon, wir sind auf dem Transfermarkt ganz normal und bei der Liga gehen wir dann in die Premier League. Das Ganze geht mit allen Top-Ligen, also mit den Top-5-Ligen würde ich jetzt mal sagen. Das heißt italienische Liga, französische, spanische, Bundesliga und dann eben auch noch die Barclays Premier League. Und ihr seht schon, ich biete auf die Spieler. Ja, der Filter war so eingestellt, dass man hier schön auf die Spieler bieten kann. Und wir bieten auf alle Karten so maximal 850 Münzen. Und ja, es kommt eben drauf an, was für Spieler das sind. Zum Beispiel jetzt ein Baines oder so, da kann man schon mal so 900 Münzen drauf bieten. Allerdings auf so einen Moreno würde ich jetzt nicht unbedingt mehr als 900 Münzen bieten. Also das solltet ihr schon ein bisschen abschätzen können, ob ein Spieler jetzt mehr wert sein kann oder nicht. Im Normalfall sind die aber alle für 1200 Münzen wegzubekommen. Und das ist halt der Trading-Tipp an dem Ganzen. Denn ihr kauft die Spieler für ca. 700, 800 Münzen und stellt sie dann so für 1200, 1300, 1400 Münzen auf den Transfermarkt. Wenn ihr mehr Zeit habt, beziehungsweise wenn ihr den ganzen Tag unterwegs seid, dann würde ich die so für 1400 reinstellen. Wenn ihr aber wollt, dass die innerhalb von wenigen Stunden weggehen, dann würde ich sie für 1200 Münzen reinstellen. Wichtig bei diesem Trading-Tipp ist, dass ihr die Companion-App habt, also dass ihr wirklich jede Stunde auch eure Spieler neu reinstellen könnt. Das heißt, ihr drückt dann einfach auf dem Handy einmal auf alle neu anbieten und dann habt ihr die Spieler wieder reingestellt und somit ja, hat sich das Ganze auch erledigt und ihr habt die Spieler wieder drinnen. Das heißt, die können wieder gekauft werden. Das ist das Wichtige, denn das ist so, wie gesagt, auch eine kleine überteuert Verkaufen-Methode, wenn man es eigentlich so nimmt. Und ja, so ist es. Und jetzt ist dann auch meine Kandidatenliste voll. Das habe ich aber irgendwie erst ziemlich spät bemerkt hier in diesem Video. Aber ja, wir haben dann natürlich jetzt auch schon auf genug Spieler geboten. Und dann seht ihr auch schon auf der Kandidatenliste, haben wir jetzt 11 von 30 bekommen. Also circa ein Drittel. Das ist in Ordnung. Ich habe aber auch nur auf 30 Spieler geboten. Hätte ich jetzt zum Beispiel auf 100 geboten oder so, dann hätte ich natürlich jetzt so circa 30 Spieler gehabt. Und wenn wir da eben die ganze Transferliste füllen, dann können wir da eben bis zu 100 Spieler auf dem Transfermarkt anbieten. Denn ja, das Höchste, was man auf der Transferliste haben kann, ist natürlich 100. Und das wären dann 100 mal ja, so circa 500 Münzen Gewinn pro Spieler. Die EA-Gebühren müsst ihr natürlich abziehen. Aber wenn ihr einen für 700 holt und für 1400 reinstellt, dann habt ihr 700 Gewinn. Wenn ihr einen für 700 holt und für 1200 reinstellt, habt ihr circa 500 Münzen. Also es kommt halt auch auf euch an, für wie viel ihr die Spieler reinstellen wollt. Und da kann man dann eben 500 mal 100 Gewinn machen und da sind wir dann eben bei 50.000 Münzen Gewinn, wenn ihr eure ganze Transferliste füllt. Also das ist schon verdammt viel, finde ich. Einfach mal 50k und ja, ihr seht hier, ich stelle die Spieler einfach rein, alle für 1200 in dem Fall. Ich habe es aber auch schon mal im Stream gemacht und habe da die Spieler auch für 1400 reingestellt und die haben sich auch verkauft. Also für alle, die den Stream immer schauen, ihr seht eh, diese Methode funktioniert ganz easy und ja, ihr seht hier auch schon nach 2 Stunden, das waren nach 2 Stunden, da haben sich, ich glaube 9 Spieler waren es, verkauft und das ist die Trading-Methode. Das ist eigentlich der Trading-Tipp und das ist wirklich nicht schwer, das könnt ihr einfach easy nachmachen. Also einfach in Top-Ligen gehen, dann auf seltene Spieler bieten, die vielleicht auch halbwegs gute Werte haben, vielleicht auch eine gute Nation und einen guten Verein, aber an sich geht das fast mit jedem seltenen Spieler aus den Top-Ligen und von dem her müsst ihr dann nur auf die bieten und dann stellt ihr die eben so, ja, für 60-70% mehr rein, also in dem Fall jetzt für 700 erbieten und circa für 1200 reinstellen. Das ist der Trading-Tipp und das ist halt ganz easy und die verkaufen sich nach wenigen Stunden. Also wenn ihr die ein bisschen anbietet, dann sind die auch wirklich nach wenigen Stunden alle weg, denn es gibt halt einfach Leute, die die für 1200 auch kaufen, weil sie die eben gerade für eine SBC oder so brauchen. Und dann gehen die so auf den Transfermarkt, Preisvergleich, und dann sind da ganz viele für 10.000 Münzen und welche für 5.000 Münzen. Und dann kommt eurer da mit 1200 Münzen und dann nehmen die die halt, dann nehmen dir die halt die Karte einfach easy mit und du hast einfach 1200 Münzen für den Spieler bekommen, obwohl du nur 700 Münzen bezahlt hast. Okay, Freunde, das war's auch schon mit dem Trading-Tipp. Falls ihr euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr mehr Trading-Tipps in Zukunft wieder sehen wollt, lasst auch gerne einen
einen Daumen nach oben da, beziehungsweise schreibt es mir einfach mal in die Kommentare. Demnächst wird auch noch ein Team of the Year Trading Tipp kommen, beziehungsweise ein Video, wo ich so 3, 4, 5 wichtige Infos zum Team of the Year raushau, wie ihr da mit den meisten Coins rausgeht, beziehungsweise wie ihr dort gut Coins machen könnt. Also ja, dazu wird noch ein Video kommen und ja, da könnt ihr euch drauf freuen und ich würde sagen, das war's. Wir hören uns, Leute, vergesst nicht, habt immer High Hopes, bis zum nächsten Mal und ciao.